Ich bin Professor Sack, Herzspezialist an der München Klinik Neuperlach am Städtischen Klinikum in München. Mein Arbeitsschwerpunkt ist die Akutmedizin, also die Behandlung des akuten Herzinfarktes, der Lungenembolie, der Aortenerkrankung und anderer Erkrankungen, die zum Beispiel zum kardiogenen Schock führen und die Patienten uns im Notarztwagen oder über den Rettungshubschrauber gebracht werden. Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen die Todesursachenstatistik in Deutschland weiterhin an. Eine besondere Rolle spielt die koronare Herzerkrankung. In Deutschland zählen wir etwa 300.000 Herzinfarkte jedes Jahr. Viele Menschen leiden aber auch an anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel den Hochdruck. Der Bluthochdruck ist eine Erkrankung, die lange nicht bemerkt wird und die Zahl derer, die an einem Bluthochdruck leiden, ist dunkel. Das heißt, wir kennen diese Patienten nicht, aber sie haben trotzdem die Risikofaktoren. Wir wissen, dass diese Risikofaktoren wie Bluthochdruck, koronare Herzerkrankung und andere letztlich dazu führen, dass das Herz überlastet wird und die Zeichen der Belastung des Herzens ist die sogenannte Herzinsuffizienz. Darunter versteht man einen Leistungsverlust des Herzens mit Abnahme der Pumpfunktion und daraus entstehenden Beschwerden für den gesamten Organismus. Risikofaktoren sind zum Teil angeboren, wie zum Beispiel die familiäre Belastung. Andere Risikofaktoren, und das ist die Mehrheit, sind erworben, wie erhöhte Blutfette, überhöhtes Körpergewicht, Diabetes mellitus und Bluthochdruck. Diese Erkrankungen können zu Veränderungen der Herzfunktion führen. Der Herzinfarkt ist ein Ausdruck dieser Veränderungen, bei dem es zu einem Verschluss eines Herzkranzgefäßes kommt. Die Herzkranzgefäße sind die sogenannten Privatgefäße des Herzens, denn sie versorgen den Herzmuskel selbst mit Blut. Kommt es zu einem Verschluss des Herzkranzgefäßes, tritt ein Herzinfarkt ein. Das Gewebe, das hinter diesem Gefäß liegt, das nun verschlossen ist, kann nicht mehr pumpen und stirbt langsam ab. Das Ziel ist es, dass dieser Verschluss so schnell wie möglich eröffnet wird. Dafür gibt es in Deutschland sogenannte Chest Pain Units. Das sind Einheiten an den Kliniken, die speziell darauf ausgerichtet sind, den Herzinfarkt akut und gezielt zu behandeln. Ganz wichtig ist, dass möglichst schnell das Gerinnsel, das das Gefäß verschlossen hat, wieder eröffnet wird. Wir sagen dazu, Zeit ist Gewebe, Time is Tissue. Deswegen sollten Patienten, die von einem Herzinfarkt betroffen sind und die eine Symptomatik haben, nicht zögern, den Notarzt zu rufen, um möglichst rasch einen Transport in das Krankenhaus zu gewährleisten. Seien Sie schnell und denken Sie an Ihr Herz. Bewegung hilft neben anderen Maßnahmen, der Entstehung einer koronaren Herzerkrankung vorzubeugen. Bewegung hilft, das Körpergewicht zu reduzieren, die Blutfette zu reduzieren, auch den Blutdruck zu senken und hat einen positiven Einfluss auf das vegetative Nervensystem. Aber auch dann, wenn eine koronare Herzerkrankung vorliegt oder ein Herzinfarkt aufgetreten ist, hilft die Bewegung, ein zweites Ereignis zu verhindern. Bewegungsprogramme sind also zur Vorbeugung und zur Rezidivprophylaxe bei einem Herzinfarkt ganz wichtig und sollten regelmäßig durchgeführt werden. Unsere Bewegungsprogramme helfen Ihnen dabei, diese Prophylaxe in Ihren Alltag einzubauen.